Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu F1 2019 beim USA Grand Prix. Es geht nach Austin, Texas und diese Rennstrecke, die macht es immer wieder ein bisschen schwer und wir besuchen sie als Sechster in der Gesamtwertung der WM. 15 Punkte hinter unserem Teamkollegen, da haben wir uns wieder ein bisschen rantasten können in den letzten Rennen, haben ziemlich ordentlich performt, trotz Getriebeproblemen in Mexiko. Und in Sachen KWM, da haben wir noch ein paar Chancen gegen Ferrari. Und die wollen wir unbedingt nutzen, beziehungsweise wollen wir die Chance möglichst groß erhalten, dass wir da eventuell nochmal vorbeikommen in der KWM. 76 Punkte fehlen uns da und wir tun alles, um die zu erwischen. Wir holen dafür unter anderem ein Chassis-Upgrade aus der Tasche und haben damit immer noch das beste Chassis. Und natürlich haben wir da in der Gesamtwertung noch keine Chance gegen Mercedes. Die sind immer noch vorne weg, aber wir haben trotzdem ein bisschen weiterentwickelt, auch wenn Ferrari ein bisschen stärker noch weiterentwickelt hat. Heute dürfte relativ wenig über die Strategie gehen. Wir müssen viel auf der Strecke probieren, denn es ist eine Einstopp-Strategie angesagt von Soft auf Medium. Und ich habe ein bisschen Sprit im Überschuss dabei. Heute habe ich mal das Training simuliert, denn es war ein langer Tag. Ich habe in der AOR auch außerdem hartes Rennen gehabt. Und ja, danach wollte ich mir einfach die Zeit sparen. Und jetzt gucken wir mal auf die Startaufstellung. Also ganz vorne haben wir Lewis Hamilton vor Valtteri Bottas, die silberne Startreihe 1. Dahinter auf 3 und 4 Verstappen sowie Charles Leclerc. Dahinter dann Sebastian Vettel, ich starte dann auf der 6 vor Nico Hülkenberg, Pierre Gasly, Lando Norris und Sergio Perez, der wurde strafversetzt. Dann Kevin Magnussen, Kwiat und Russell, Grosjean vor Giovinazzi, Stroll, Kubica, Ricciardo, Raikkonen und Sainz, ebenfalls strafversetzt. Und damit, ihr Lieben, würde ich sagen, viel, viel Spaß hier beim großen Preis von den USA und auf ein spannendes Rennen. Let's go! Guter Start zumindest. Direkt mal an Vettel vorbeigekommen. Könnte insbesondere auf dieser Strecke durchaus besonders wichtig sein, denn ich weiß nicht, wo ich pacetechnisch landen werde. Ich habe auch kein Practice gehabt, nur das Qualifying. Habe ich im Qualifying dann auch gemerkt, wie viel schneller ich wurde. Alles klar, die beiden Mercedes ziehen ein bisschen davon. Dahinter Max Verstappen, der sich noch nicht so richtig von Leclerc lösen kann. Ach und Krach bleibe ich da auch noch dran. Ich glaube, der zweite Sektor ist tendenziell mein langsamster hier.
Ich habe keine Ahnung warum. Im zweiten Sektor hat man ja gefühlt 5 Kurven. Okay, da war die Startrunde so schnell, dass wir jetzt nicht runterkamen. Was ich natürlich jetzt hoffe, ist, dass da vorne ein Zweikampf bei dem Mercedes entsteht. Was passiert da hinten gerade? Ein Renault ist raus. Nico Hülkenberg. Schade, war ja auf 7 beim Start. Das hätten viele Punkte im Rennen sein können. Aber ich halte hier gut mit. Ich bin happy. Ich glaube, wie ich aus dem ersten Sektor rauskomme und dann in den zweiten Sektor reinfahre, das kostet meist Zeit. Oh, ich weiß auch, als in F1 2016 die KI da immer einen umgefahren ist und alle, was heißen alle, immer wieder meinten Leute im Chat, ja, im Chat, genau, in den Kommentaren, ja, bist du selbst schuld, wenn du die Tür so offen lässt, wo ich mir dachte, ja, aber warte mal, der schießt dich doch ab. Ein bisschen wie in GT Sport, die Dive Bomber. Ich finde heute die Lautstärke richtig seltsam. Ich habe vorhin beim Qualifying parallel noch Videos geguckt. Daher habe ich nicht ganz den Sound mitbekommen von den Autos.
Habe auch eher die Lautstärke runtergedreht. Jetzt habe ich die Lautstärke wieder hochgedreht. Jetzt war es mir dann doch zu laut. Habe es jetzt wieder runtergedreht. Jetzt ist es mir zu leise oder... Keine Ahnung. Die ganze Zeit ein Mix aus zu laut oder zu leise. Möge das aber bitte mein größtes Problem sein hier in den USA. Hatte kurz die Sorge, dass ich das DRS nicht geöffnet habe. War auch ein langer Tag mit einem sehr anspruchsvollen AOR-Rennen. Das kommt dann morgen. Es wird sehr, sehr spannend, das kann ich jetzt schon mal versprechen. Austin ist tatsächlich eine der wenigen Strecken, auf denen ich keinen Rhythmus finde. Egal in welchem F1, egal whatever. Gut, meine Zeiten sind zwar verhältnismäßig konstant, war zwar schon mal bei 36,9 in diesem Stint. Das ist zumindest eine der Zeiten, die ich mir gemerkt habe, aber... Jetzt geht's auch immerhin wieder runter. Trotzdem, wirklich wohl fühle ich mich nicht auf der Strecke. Das ist eigentlich seit F1 2012. Ich müsste hier mal eine iRacing testen. Verstappen dran an Hamilton. Sogar eher mit einer Überholchance als Hamilton gegen Bottas. Das ist nice. Okay, Runde 11 bis 12. Jetzt greift dann doch eher Hamilton an. Da ist er vorbei an Valtteri Bottas. In der Realität finde ich es immer noch lustig, wie alle hier maßlos gecuttet haben oder extended haben. Wie man sich dann Abhilfe verschafft hat in Form der FIA mit einem Wurstkörper auf dem roten Bereich. Wo ich mir denke, warum? Warum willst du eine Rampe für Autos bauen? Sag doch einfach, jeder, der da drüber fährt, in der Form, kriegt eine Strafe. Und die Sache hat sich erledigt. Jo, Leclerc, haut rein, halt rein. Ich existiere da gar nicht.
schätze mal, Leclerc ist entweder auf 2-Stop oder fährt weiter mit Hard. Ja, für Vettel war es super ärgerlich, dass er hier direkt schon den Schaden hatte, wahrscheinlich ab Start. Er ist aber... einem wahrscheinlich sehr langweiligen Rennen aus dem Weg gegangen. Krass fand ich aber das Überholmanöver von Hamilton, obwohl Vettel den Schaden hatte. Trotzdem muss er erstmal außenrum da vorbeikommen in Runde Kurve 4 oder so. Geil, Bottas da abkürzt. Jawohl, hier bei Red Bull. Aggressive Fahrweise wird belohnt. Ja, wer meine F1 2019 Review gesehen hat, das ist so ein bisschen einer der Punkte gewesen, die ich ja kritisiert habe, dass die KI ja durchaus ignorant fährt. Überhaupt gar nicht darauf reagiert, wo du überhaupt auf der Strecke bist. Das wäre, glaube ich, so ein Manöver gewesen. Da musst du halt schon drauf reagieren, wenn da halt einer so klar schon innen ist. Ich meine, ich bin da jetzt nicht reingeschossen wie Ricardo gegen Magnussen in Brasilien, sondern ich hätte die Kurve easy peasy bekommen. Wo sind die Ferrari wieder rausgekommen? Freie Fahrt. Oh. Das ist heftig, jetzt schon so weit vom Mittelfeld zu sein. Das ist jetzt leider doof. Ich überlege gerade, ob ich einen Rewind machen könnte. Oder ich sag mal, ob das legitim wäre aus Community-Sicht, wenn sowas passiert. Dann wäre ich halt eine Runde länger draußen geblieben, auch wenn es mir jetzt wahrscheinlich nichts bringen würde oder ja einen Nachteil bringen würde. Alles für Max. Ich meine, das könnte man natürlich auch mit Kalkül machen, dass man sagt, hey, du probierst halt in jedem Rennen eine Runde früher reinzukommen oder später und dadurch deinen Teamkollegen zu behindern. Ja, könnt ihr mal gerne kommentieren, ob ihr das okay fändet. Ich meine, das Ding ist auch, da jetzt auch manche sagen werden wieder, hey, Rewind geht halt in der Realität nicht. Ja, aber in der Realität kannst du auch sagen, hey, liebe Boxencrew, ich möchte jetzt in dieser Runde rein. Sagte Max, dass er in der nächsten Runde reingehen soll. Und das geht halt im Spiel nicht.
So, Hamilton wurde jetzt erstmal von Vettel überholt. Das hat zwar Zeit gekostet, aber ich wollte gerade sagen, jetzt kann er sich wahrscheinlich dranhängen, aber wenn er angreift, dann kostet es ihn nur Zeit. Ja, das ist halt auch hart, wie viel Zeit man verliert, wenn man hinter dem Teamkollegen reingeht. Ich finde, das sollte gepatcht werden, dass es nur bei Ferrari viel Zeit kostet oder bei McLaren. Das sind ja die Boxenstopp-Experten und Motorsport-Experten. Auf gewisse Äras kann man das durchaus unironisch anwenden. Auf manche muss man mit einer gewissen Ironie drauf schauen. Ja, aber Verstappen hat jetzt 5 Sekunden Rückstand zu Bottas. Der hat 9 Sekunden verloren. Zu mir. Wie? So, ich muss das Tempo anziehen. So wirklich schnell bin ich noch nicht. Dieses Rutschen war unschön. Zum Ende des letzten Stints kam ich deutlich näher ran an Hamilton. Ob das am besseren Reifenabrieb liegt? Vielleicht lässt er sich auch tatsächlich von Vettel ziehen. Who knows? Thank you.
dieser Runde hatte ich keinen so komischen Rutscher. Ja, da müsste ich wahrscheinlich auf die Pace warten, sobald er mal... an der Box ist, der liebe Sepp. Ja. Gott, was für ein unschöner Part in den S's. Ja, das ist für mich gerade so ein bisschen die Schwelle zwischen... Ja, wobei, jetzt greift Hamilton mal an. Ja, die Schwelle zwischen die beiden verlieren Zeit und Hamilton profitiert von Vettel. Unter anderem wegen des Reifenzustands, aber ja, der hat halt nie gefightet, der Lewis. Zumindest bis jetzt und hat dadurch auch nie Zeit verloren. Keine Ahnung, warum ich jetzt 13 schneller war in dieser Linkskurve. Ist immer wieder ein bisschen kryptisch. Oh, die Doppelrechts danach habe ich aber gut hinbekommen. Oder dreifach rechts. So, jetzt könnten sie ein bisschen Zeit verlieren, wenn sie zwei Kämpfe führen. Vettel kommt nicht zum Angriff. Schade. Aber wieder mal Classic Ferrari, dass die auf eine 1-Stop, 2-Stop setzen. Und sich damit so ein bisschen selbst aus dem Rennen nehmen. Zumindest das Podium wird dadurch unmöglich. Denn eines der Autos scheidet aus. Davon wollen wir jetzt nicht ausgehen. Vettel könnte jetzt angreifen. Tut er auch. Oder auch nicht. Ist bei mir ein bisschen weggeklippt. ...1,8 Sekunden, und siehe da, Hamilton nicht mehr im Windschatten. Hamilton nicht mehr deutlich schneller. War kein schöner letzter Sektor. Fast eine halbe Sekunde verloren. So wie in allen Runden vor der letzten. Sebastian 1.5. Sebastian 1.5. Jetzt könnte es aber nochmal eine Attacke von Sebastian geben. Nee, oder? Nee, nee, ist zu weit weg. Spricht immer so ein bisschen die Hoffnung aus mir. Leck an der Box. ...1,7 zu Vettel. Heck ist wieder ein bisschen loose.
guter zweiter Sektor. Das ist sehr gut. Die letzten Runden etwa 1,5 zu Vettel gehabt, jetzt 1,7 zu Hamilton. Was fährt er denn für Zeiten? 35,8, okay. Oha! Da bin ich mal happy. Es sind ja noch 9 Runden jetzt. Blöderweise sind die Ferrari-Jungs jetzt schon an Verstappen dran. Ja, wären es nicht 9 Sekunden gewesen, die er verliert hinter mir, sondern lass es 2 Sekunden, 3 Sekunden sein, weil er direkt hinter mir war. Oder 2 zusätzliche Sekunden beim Boxenstopp. Plus 3 Sekunden Gesamtboxenstoppzeit, weil er war ja direkt hinter mir. Hätte eigentlich höchstens 5 Sekunden verlieren dürfen. Feels bad, man. Mal gucken, wer das gestrige Liga-Rennen alles gesehen hat. USA hat exakt dasselbe Problem. Also die Strecke im Spiel wie Singapur. Und je nachdem, wie viele Leute sich jetzt in den Kommentaren beschweren, weiß ich ganz genau, wer auf Twitch direkt live mitkommen. Aber nicht verraten, was es ist, ihr wisst schon. Ah! Lewis, it's James. Nee, stimmt, Bono ist es ja immer bei ihm. Mhm.
Just give it your best. Kein DRS und trotzdem war ich auf PB-Kurs. Brauche ich aber auch, um am Lewis dran zu bleiben. Hier bergauf wieder kein DRS, aber 13 näher gekommen. 35,8 ist immer noch die Zeit, die Lewis Runde für Runde raushaut. Ob ich nach dieser Runde noch vorne bleiben kann. Probieren wir es. Das ist das Besondere an diesem Überholmanöver. That brings you up a place. Gut gemacht. Noch eine Position verbessert. Noch eine und du bist... Oh, wait. Du führst ja. Ah. Ja, die Pace ist auf jeden Fall da, aber das Rennen zu gewinnen wird difficult. Man hat ja auch vorhin gesehen, wie Lewis sich direkt an Vettel rantasten konnte und da kam ich auch überhaupt nicht näher. Wenn er sich direkt hier weiter so ranklammert. Ich werde mindestens dranbleiben, wenn ich halt sogar vorbeikomme. Honestly, he brake tested me. Ist wirklich nicht so geil, weil ich glaube, meine Reifen, ja, wobei geht. Die sind durchs Blockieren nicht so heiß geworden.
Ich frage mich echt, ob meine Linie da so viel langsamer ist oder was der Grund dafür ist, dass ich da immer so gut rankomme. Sorry, dass ich so wenig rede. Ich muss mich logischerweise auf den Zweikampf konzentrieren. Heli hat ja mal super viele Richtungsänderungen gemacht und super präzise auch noch. Vorletzte Kurve immer super schwierig. Du siehst halt nicht, wo die ist. Oder wo der Scheitel ist. Alter, wie viel Prozent habe ich? Geht sogar. Der Abrieb auf den Reifen sieht halt echt unschön aus in den langsamen Kurven. Schaut mal auf den linken Reifen allein schon. Jawohl, gutes Timing gehabt. Verstappen verliert leider die vierte Position. Das ist sehr schade, aber schaut mal, sogar hier war ich mit dem besseren Exit, glaube ich, unterwegs als Lewis. Aber das ist nicht so schlimm. Wichtiger ist, dass wir jetzt 7 zusätzliche Punkte geholt haben
vielleicht genau wegen dieser Strategie. Und das ist es. Sieg Nummer 2 im Red Bull. Nice. Nice. Ich guck gerade so ein bisschen die ganze Zeit auf den Helm und ach so, stimmt, jetzt kommt wieder Not Christian Horner. Alter, der Typ sieht so viel, der sieht so seltsam aus, der sieht so anders aus als Christian Horner. Weißt du, Christian Horner, der sieht deutlich jünger aus als Christian Horner, aber auch wie ein Alien einfach. Keine Ahnung, ey. Nices Ding. Ja, ich habe die ganze Zeit auf meinen Helm geguckt, weil ich habe die Farben nochmal minimal angepasst und wollte sehen, ob das wirklich hundertprozentig passt oder nicht. Ach ja, ich habe die falsche Kappe an, deswegen darf ich mich heute nicht über die komische Kappe von dem Typen beschweren. Von dem Ingame-Avatar. Haha, in der nächsten Saison Mercedes, Alter. Da werdet ihr besiegt. Wie auch in meiner Mercedes-Saison. Jo, geile Sache. Och nee. 5000stel war Leclerc schneller in seiner schnellsten Runde. Och Mann. Ja, trotzdem, schönes Rennen. Starke Sache. Ja, leider Verstappen, wie gesagt, nicht auf der 4. Das hätte uns nämlich insbesondere in der KWM weitergeholfen. In der Fahrermeisterschaft, oh, Gleichstand mit Verstappen. War natürlich alles beabsichtigt, dass ich Verstappen aufhalte, dass Leclerc da vorbeikommt und... Nee, Quatsch. Aber krass. Ist eine gute Saison bis jetzt. Und Vettel wird von Bottas kassiert. Alter, Hamilton hat 421 Punkte. 62 noch zum Ferrari. Jetzt kommen noch 2 Rennen. Das schaffen wir nicht mehr. Schade. Ja, eben deswegen wäre das ja auch so wichtig gewesen. Jetzt sind es nämlich 62 Punkte. Platztausch hätte ergeben, dass es nur noch 58 Punkte gewesen wären. Weil Verstappen holt 2 mehr, Leclerc holt 2 weniger. Gut, und die schnellste Runde, wenn ich die geholt hätte, dann wären es sogar nur 56 Punkte gewesen. Hätte, wäre, wenn. Gibt's nicht. Was es aber gab, war ein schönes USA-Rennen. Ich glaube, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, wenn es euch auch gefallen hat. Ihr wisst, was zu tun ist. Hau Daumen raus, mach Kommentar mit coolsten Sachen, wie du so findest, und hau den Abo raus für diesen Kanal. Und jetzt habe ich nochmal komisch Deutsch gesprochen, warum auch immer. Naja, wie dem auch sei. Sorry, dass die Karriere jetzt übrigens mal ein bisschen verzögert wiederkam. Nächstes Mal soll es, denke ich, aber mal Mittwoch weitergehen mit Brasilien. Und am Freitag gibt es dann hoffentlich schon das Saisonfinale. So ist meine Überlegung zumindest. Dann können wir Sonntag direkt mit der neuen Season starten. Und vielleicht werden wir da direkt Weltmeister in dieser Season. Who knows? Also vielleicht schon in Melbourne. Brauchen wir alles nicht fahren. Der Dave gewinnt das eh, sagen sie sich, die ganzen anderen Teams. Naja, ihr wisst schon, ja, jetzt Mittwoch und Freitag, wie gesagt, kommen die nächsten Folgen. Und dann am Sonntag nochmal, also viermal die Karriere in dieser Woche, so ein bisschen als Ausgleich für letzte Woche. Und morgen auch noch die AOR als Upload. Oh yeah. Und heute später am Tag kommt noch ein geiles GT-Sport-Video. Und an der Stelle sage ich mal Ciao, denn es gibt nichts mehr zu sagen. Tschüss!